Was geht ab, meine Hose, die Fighter Hose hier, und der nächste Dokkan-Fessel-Charakter für die globale Version ist Int Goku Black. Er wird am 25.04., also diesen Donnerstag um 8.30 Uhr erwartet, beziehungsweise, um es richtig zu sagen, gibt es für Donnerstag ja auch eine Serverwartung, und nach der Wartung, die Wartung geht bis 11 Uhr, nach der Wartung erscheint Int Goku Black mit seinem Banner, mit seinem Dokkan-Event und allem drum und dran, mit seiner Celebration. Was wir heute machen werden, ist nicht darüber zu reden, ob ihr oder ob man für Int Goku Black summonen sollte, könnte. Denn da muss ich erstmal abwarten, bis das Banner veröffentlicht wird im Spiel selbst. Weil ich sehr stark davon ausgehe, dass das Banner sich eigentlich ändern sollte. In der Hinsicht, wie es auf JP war. Denn auf JP waren zum einen Strength Goku Black gefeatured. Ich denke, Strength Goku Black wird auf jeden Fall noch featured sein im Banner. Aber auch unter den anderen wichtigen Charakteren Full Power Goku und Super Saiyan 3 Bardock. Und diese beiden Charaktere, die waren ja letztens erst auf Global mit Vegeta im Banner. Deswegen bin ich darauf gespannt, ob es zu einer Änderung im Banner kommen wird. Heißt, wir können auch daher kein Banner-Preview machen, wie wir es sonst machen. Aber ich werde dann auf jeden Fall auf diese Frage eingehen, die Tage, ob man für Int Goku Black summonen sollte, könnte. Entweder dann im Summon-Video zu Int Goku Black oder dann in dem Video, wo wir die Infos und Details oder die News besprechen zu der neuen Celebration. Heißt, haltet da auf jeden Fall ein Auge offen. Vielleicht überlege ich mir auch ein Banner-Review dann sozusagen. Aber haltet auf jeden Fall ein Auge offen, falls ihr euch fragt, ob ihr das summonen solltet, könntet oder nicht. Was wir heute machen, ist, wir werden Int Goku Black uns detailreich ansehen, ihn analysieren, vergleichen, und wir haben dann natürlich auch noch ihn im Showcase. Heißt, danach werdet ihr hoffentlich schon mal einen ersten Eindruck von ihm haben und könnt euch vielleicht schon mal für euch selbst ausmachen, okay, ist jetzt unbedingt ein Muss oder nicht. Aber mir wird es hierbei nicht darum gehen, Int Goku Black entweder zu hypen, ihn gut zu reden, oder im Umkehrschluss ihn schlecht zu reden. Mir geht es hier wirklich darum, realistisch aufzuzeigen, was hat dieser Int Goku Black drauf. Denn die Frage wird sein, ist Int Goku Black overrated? Also gut, wir haben hier Int Goku Black Extreme in Typos. Zum einen ist er der Leader der Time Travelers Kategorie. Die Time Travelers Kategorie, denen gibt der Ki plus 3 HP Attack Nerf 150% oder Extreme In Charakteren Ki plus 3 HP Attack Nerf 90%. Die Time Travelers Kategorie ist wirklich gar nicht mal so schlecht. Sie ist nicht klein, sie ist nicht beschränkt, sie ist auch nicht außerordentlich groß, aber es gibt sehr viele gute Charaktere in der Kategorie. Ein Elebojic würde es dir zum Beispiel noch geben, den ich nicht habe, und so sofort. Jedenfalls kann man mit dieser Kategorie viel anfangen. Ihr könnt da sicherlich viele Setups bauen, viele Teams bauen, und ihr werdet auch sicherlich mit einem Time Travel Team spielen können, oft spielen können, weil es wirklich auch viele Rotationen gibt. Beispielsweise kann man, wie ich es habe, eine Rotation bauen mit Int Goku Black und Ele Trunks Sumai. Die funktionieren auf jeden Fall in einer Rotation. Man kann Ele Vegito Blue mit Ele Trunks in der Rotation halten. Man hätte natürlich auch die Rotation Strength Goku Black mit LR Goku Black und Zamasu. Ist auch wirklich eine sehr schöne Rotation. Man könnte den Int halt mit irgendeinem anderen Rosé, mit irgendeinem anderen Zamasu, Fusion Zamasu, und in den nächsten Tagen wird auf JP noch der nächste Zamasu kommen, der nächste Trunks, halt die beiden werden auch gut tun für die Time Travels Kategorie. Man hat gute Supporter am Start, man hat einen Super Saiyan 3 Bardock, man hat den EZA Trunks, man hat wirklich viele Charaktere, die man nicht spielen kann, Vegito Blue und so fort. Natürlich einige viele Charaktere, die man hauptsächlich spielt in dem Team, sind auch in anderen Kategorien vertreten, aber das heißt ja nicht, also in anderen vielen Kategorien, wie zum Beispiel die ganzen Vegito Blue, Goku Black, aber das heißt ja nicht, dass die Kategorie dadurch schlechter wird. Nein, im Umkehrschluss, man kann halt legit die Charaktere dann auch hier spielen, und die Kategorie gibt schon was her. Also ich bin mit der Kategorie auf jeden Fall zufrieden. Gut, in Goku Black, aber was hat er noch drauf, unser Boy? Mit der Super Attack macht er nicht transformiert immense Damage und erhöht seine Verteidigung stark. Greatly raises Defense, und das stackt sich. Immer wenn er eine Super Attack macht, erhöht er seine Verteidigung um 50%. Die Passive ist dann folgendermaßen bei Int Goku Black: am Anfang jeder Runde, in denen er reinkommt, bekommt er 40% auf den Angriff. Das Maximum ist 120%. Und jedes Mal, wenn er einen Angriff bekommt, erhöht sich seine Chance zu critten um 5%. Das Maximum ist 40%. Heißt, er hat schon mal Free Crits. Also ohne Dupes Crit ist wirklich gut. Kann man auf jeden Fall immer mit annehmen. Dann hat er natürlich eine Transformation. Diese Transformation triggert sich, nachdem gewisse Bedingungen einwirken. Die werde ich euch gleich sagen. Lasst uns erstmal die Linkskits angucken und nicht transformieren. Er hat Cold Judgment. Cold Judgment sind 20% auf die Verteidigung. Fear of Fate sind Key plus 2. Nightmare 10% auf den Angriff. Prepare for Battle Key plus 2. Dismal Future Key plus 1. Big Bad Boss ist 25% auf den Angriff und auf die Verteidigung, wenn die HP 80% und drunter sind. Fierce Battle 15% auf den Angriff. Kategorie ist er vertreten in Realm of Gods, Potara, Future Saga, Transformation Boost und Time Travelers. Nun gut, bevor wir uns anschauen,
die Transformation, wann triggert sie sich, wie triggert sie sich, können wir jetzt schon mal feststellen, Freunde, Ingoku Black von der Passive her, er braucht ein bisschen, um in die Gänge zu kommen. Jedes Mal, wenn er reinkommt in der Runde, sind 40% auf den Angriff, heißt, er müsste dreimal reinkommen, dass er dann quasi 120% seine volle Passive hat. Und das mit dem Crit nehme ich aber auf jeden Fall an, dazu sage ich gar nichts. Der muss nur angegriffen werden und bekommt Free Crit drauf. Sehr gut. Er hat aber so gesehen einen Angriff, Free Crit, natürlich Level 5 Dodge ohne Dupes und an der Stelle dann noch erhöht er seine Verteidigung jedes Mal, wenn er eine Super Attack hat, um 50%. Also im Verlauf des Kampfes wird er stark. Aber das könnte ein Problem sein, in der Hinsicht, wie quasi er im Vergleich steht mit einem anderen Charakter, mit Strength Goku Black Rosé zum Beispiel. Ich meine ja, in Goku Black kommt er in die neue Stage hinzu für das physisch Goku Black Dokkan Event, aber er transformiert sich ja zu Rosé. Deswegen finde ich, dass der Strength Goku Black Rosé ein wirklich sehr, sehr guter Vergleich ist. Das werden wir gleich merken. Also er braucht ein wenig, um in die Gang zu kommen. Sie wollten ihn quasi mehr oder weniger wie ein Anime haben. Er hat auch ein bisschen gebraucht, um im Kampf sich einzuleben oder im Körper von Goku, sag ich mal. Nun gut, jetzt wegen seiner Transformation. Das ist jetzt auch ein Problem. Er transformiert sich ab Anbeginn der 6. Runde, wenn die HP 80% und drüber sind. Ich meine, ich finde es gut, dass es nicht 50% und drunter sind, so wie bei Vegito und Gogeta. Das passiert seltener, als wenn sie 80% drüber sind. Aber 6 Runden sind für mich viel zu lange. 6 Runden sind wirklich lange. Die haben ihn irgendwie darauf basiert, dass er halt im Verlauf des Kampfes irgendwie seine volle Stärke zeigt. Aber das dauert halt zu lang, finde ich. Wirklich. Will ich auf jeden Fall erstmal so klarstellen. Jedenfalls, was ändert sich? Linkskill technisch, also Super Attack bleibt alles gleich. Immense Damage, Great Race Defense. Linkskill technisch kommt Super Saiyan hinzu. Statt Code Judgment verliert er und Kamehameha. Kamehameha. Ja, statt 4 in Fate geht da weg. Und Kamehameha, ja. Was soll ich sagen? Kamehameha halt. Es sind 2500 auf den Angriff, wenn er Super Attack startet. Ist nicht so doll. Super Saiyan dahingegen auf jeden Fall sehr viel besser. 10% auf den Angriff. Interessant ist, was ändert sich jetzt in der Passive? Man möge jetzt denken, okay, nach 6 Runden will ich schon eine kranke Passive sehen. Ihr habt auch eine kranke Passive. Auf den Angriff bekommt er 150%. Dann hat er eine High Chance, einen kritischen Treffer zu landen. Und das sind 50%. Zu 50-50 hat er einen Crit. Also nicht transformiert kommt auf 40%. Transformiert kommt auf 50% Crit Chance. Und heißt im Dupe System, wenn ich jetzt erwähnen darf, könnt ihr zum Beispiel, würde ich trotzdem noch ein bisschen mehr auf Crit gehen. Aber auf jeden Fall auch ein bisschen Additional Attack mitnehmen. Zum Beispiel 12 Crit. Und was kommt als 12 Crit? 9 Additional Attack kommt ein In-Charakter. Oder wenn ihr ein bisschen Additional Attack mitnehmen wollt, weil er so oder so Free Crit hat, dann könnt ihr auch 12 Additional Attack und 9 Crit mitnehmen zum Beispiel. Genau, und er gibt Extreme Class Verbündeten Key plus 3. Nun möge man denken, okay krass, danach eskaliert er komplett 150% Angriff, Crit Chance und so fort. Eigentlich ja. Die Sache ist aber, sein SA Multiplier, sein 12 Key Multiplier sind 150%. Bei Strength Goku Black Rosé sind das 160%. Diese 10% machen schon auf jeden Fall was aus. Aber man darf bei diesem Boy nicht vergessen, er hat einfach eine 50% Chance zu critten, ohne Dupes. Und ein 150% Attack Boost mit einer 50% Crit Chance, wenn man das kombiniert, das ist gestört. Das ist wirklich gut. Also, Passive nach der Transformation ist gut, damit bin ich auf jeden Fall zufrieden, aber es dauert zu lange. Es dauert auf jeden Fall zu lange, vor allem im Vergleich zu Strength Goku Black Rosé. Und jetzt kommt hier eben der Vergleich. Denn zum einen, 13.330 Attack haben wir, der hat hier 13.000 Attack. Strength Goku Black hat zum einen mehr Angriff. Strength Goku Black hat auch 106% Multiplier. Und was in meinen Augen eben Strength Goku Black eben ihn ebenwürdig macht und wenn nicht sogar trotzdem einen Ticken besser, ist halt, dass dieser Strength Goku Black, der ist konstant. Er hat seine Passive immer. Er hat immer 120% auf den Angriff. Er gibt immer Key plus 3 für die Extreme Class verbinden und 50% auf die Verteidigung. Er tut Super Class Enemies Attack und immer minus 20% senken. Da muss sich nichts aufbauen. Und er tut dann noch mit seiner Super Attack immense Damage machen, Logo, mit 160%. Und tut Extreme Class verbinden deren Angriff um 30% erhöhen und hat für mich, finde ich, auch so quasi linkskill-technisch halt den Vorteil, dass er Super Saiyan und 4 in Fate hat. Auf Kamera verzichte ich Logo, dann nehme ich 4 in Fate mit. Also, das wollte ich vielen klarstellen. Und deswegen werden wir Rosé in eine Rotation spielen mit meinem Ingoku Black, um da auch den Vergleich jetzt im Showcase zu sehen oder im Kampf selbst. Denn der Int braucht auf jeden Fall ein bisschen, bis er sich aufbaut. Und im Umkehrschluss, da
also im Vergleich besser gesagt, muss das Schenkoku Black Rosé nicht. Und dann hat man natürlich diese 150% bei Inkoku Black und 50% Crit Chance. Das muss man ihm gut schreiben, das ist auf jeden Fall gut oder an sich schon Free Crit. Das wird man auch merken, das darf man wirklich nicht vergessen, dass der Free Crit hat, Freunde. Das macht vom Schaden was aus, also was bei rauskommt. Aber man wird merken, so gestört sich auch die Pace dann im Endeffekt anhört von Inkoku Black, sie sind mehr oder weniger gleich zu Inkoku Black und Inkoku Black. So vom Damage Output her. Das ist halt das, was ich auf jeden Fall jetzt klarstellen will und womit ich den quasi diesen Hype oder die Frage nach dem Overrate ein bisschen senken will und euch zeigen will, wie es eigentlich sachlich mit Inkoku Black aussieht. Deswegen gucken wir uns das theoretisch jetzt auch mal in einem Showcase an. So Freunde, jetzt wegen dem Showcase. Und zwar habe ich eigentlich ein neues Showcase gedreht. Nachdem ich es gedreht habe, nachdem ich fertig war, dachte ich mir erstmal, warte mal, ich habe gerade ein Showcase auf JP gedreht. JP buggt gerade links und rechts, da buggt einfach alles. Der Schaden, was auf der Anzeige steht, stimmt gar nicht. Weißt du, was ich meine? Deswegen kann ich aktuell auf JP kein Showcase drehen. Ich werde daher zwingend ein älteres Showcase von mir nutzen müssen. Ist nicht schlimm, da habe ich die damals auch quasi in einem Time Travel Team gespielt, zusammen in Rotation mit dem Strength Goku Black. Das wollten wir eh als Vergleich. Und das werden dann quasi hier ja, nutzen müssen, sage ich mal. Ich hoffe, das passt an der Stelle. Aber, wie gesagt, versteht mich bitte nicht falsch. Es geht mir nicht darum, Goku Black schlecht zu reden oder dergleichen. Ich will nur realistisch zeigen, was man von ihm erwarten kann. Vor allem im Vergleich zu Strength Goku Black. Denn in Goku Black selbst, von seinem Kit her, ist schon, der ist gut. Der ist wirklich gut. Denn der hat eine offensive, defensive Free Crit nimmt er mit und hat halt noch Transformation. Aber die Sache ist halt, Er braucht ein wenig und er muss sich aufbauen. Aber wenn man ihn aufgebaut hat, hat man schon einen guten Charakter im Umkehrschluss. Aber jetzt im Vergleich mit Schenkoku Black werden wir halt eben diesen Vergleich zum Konstanten haben. Ja, Schenkoku Black hat halt das so, also das ein oder andere direkt immer. Und Inkoku Black muss es halt aufbauen. Und ob er ihn quasi übertrifft, sehen wir dann gleich. Wie gesagt, mein Schenkoku Black auch hier war auf 55%, ist immer noch auf 55%. Und mein Inkoku Black ebenso, der Friend hat einen Dupe, der Inkoku Black, 1,28 bei dem Strength-Koku Black, das wollte ich eigentlich legit nur sehen, dann können wir direkt mal in die nächste Rotation, dementsprechend gucken wir uns mal den Schaden an, wie gesagt, ein Dupe kam zum allerersten rein, 40% auf den Angriff hat der, und die Inkoku Blacks, Freunde, die tanken, nachdem die ein oder zwei Angriffe gemacht haben, dann tanken die links und rechts alles, weil sie erhöhen ihre Verteidigung greatly, heißt 50%, also wirklich, man kann auch Inkoku Black im Super Bad Road benutzen. Man muss aber aufpassen. Man muss ihn halt aufbauen. Ja, ihr müsst aufpassen, wo ihr ihn am Anfang vor allem hinstellt. Aber nach ein, zwei Super Decks wird er wirklich sehr, sehr tanky. Und die Offensive, also sein Angriff muss halt noch hinterherkommen, noch in ein, zwei Runden. Super Bad Road, okay, 1,1 Millionen, okay. Erste Runde kam rein. Mit Supporter aber, merken wir uns. Super Bad Road geht auf jeden Fall mit ihm, klar. Aber es gibt, denke ich, trotzdem mal. In Super Bad Road sind solche Charaktere für mich, finde ich, besser, die man nicht aufbauen muss. Die einfach direkt konstant gut sind. Wisst ihr, was ich meine? Darum geht es mir halt. Um das Konstante. Gut, für Fusion Zamasu ist im Endeffekt Big Bad Boss aktiviert. Heißt, wartet mal. Wir haben zuvor eine Super Attack bekommen. Bei Inkoku Black hat sich das dann auch aktiviert. Richtig, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Deswegen kam es auf die 1-1. Jetzt hier an der Stelle. Big Bad Boss ist richtig. Big Bad Boss hatten wir hier auch. Heißt, deswegen kam wir auf 1-1. Das habe ich dann im Umkehrschluss quasi erst gemerkt. Und genau, ja. So viel dann auch zu dieser Rotation eigentlich, um ehrlich zu sagen. Gehen wir mal rüber direkt zu den nächsten, denn in den nächsten kam dann mein Inkoku Black zum ersten Mal rein. Und zwar auch 40% auf den Angriff. Strength-Koku Black ist drinnen. Und jetzt werden wir das sehen. Wie gesagt, Strength-Koku Black hat 160% Multiplayer, Inkoku Black 150%. Das dürfen wir nicht vergessen. Von der Defensive her wird aber Inkoku Black Strength-Koku Black überholen, auf jeden Fall. Aber ja, seht ihr das? Erste Rotation, kein Supporter, gelingt mit Strength-Koku Black, aber es sind halt dann keine Millionen mehr. Man merkt es, vor allem ohne Support. Und das meine ich halt mit Aufbauen. Die Offensive von ihm muss man auf jeden Fall aufbauen. Die Defensive ist relativ früh da, nach ein, zwei Super-Attacks. Tankt er wirklich sehr, sehr gut. Aber Offensive ist halt, ja, seht ihr? Der kommt halt mit 1,5. Beide sind auf 55%. Direkt und immer. Direkt und immer. Aber da ist dann die wichtige Frage, ob er ihn dann sogar überholen kann, also der Inkoku Black, von was auf dem Radar steht oder auf dem Schaden her. Aber ob so oder so, wenn wir das mit dem Überholen mal weglassen, dann ist das Wichtigere, oder was Inkoku Black noch als Vorteil hat auf jeden Fall, dass er natürlich diese Free Crits hat. Und ein Crit macht auf jeden Fall was aus. Es kommt nicht nur immer drauf an, was auf dem Radar steht, sondern
was dabei dann auch noch rauskommt und ein Crit verstärkt das, ist ein kritischer Treffer. Also der annulliert quasi die Verteidigung. Die Verteidigung interessiert ihn nicht bei einem Crit. Und das ist eben das Wichtige. Also vom Kit her, vom Overall ist er auch wirklich sehr gut. Jetzt haben wir hier Supreme Time of Kai. Mein Incoco Black mit dem Strength Rosé. Incoco Black kam jetzt bei mir auch zum zweiten Mal rein. 104.000. Strength Coco Black auf 127.000. Der Int hat 67.000 Verteidigung. Also Verteidigung hat er ihn schon überholt. Und das wird er auch locker, weil er tut immer greatly seine Verteidigung erhöhen. Immer 50% tut er seine Verteidigung erhöhen. Ich habe wieder Wiz aktiviert wegen der Transformation. Aber wir sind jetzt immer noch hier vor der Transformation. Das dürfen wir nicht vergessen. Gucken wir mal an, ob er jetzt quasi an den Rang kommt. Jetzt hat meiner, wie gesagt, 80% auf den Angriff. Ist zum zweiten Mal reingekommen. Das nächste war Mary, dann das dritte Mal. Support-Aspekt, gucken wir mal. Bei denen eine Rotation gelingt, jetzt ohne Big Bad Bosses. Und zwar haben wir hier dann auf den Radar 1 Million. Okay, ja, ja. Zweite Mal reinkommen, 1 Million mit Support. Heißt, ohne Support wäre der noch ein bisschen unten. Unter 1 Million. Ja, ja, ja. Das ist halt das, was ich meine. Tanken tut er so oder so, Freunde. Und der ist auf 1,36. Okay, sehr schön. Tanken tut er so oder so. Über das Tanken müssen wir uns nach 1-2 Super-Attacks wirklich keine Sorgen machen. Okay, gut. Dann wird es jetzt interessant nach der Transformation hier. Der Friend hat sich hier transformiert. Ein Dupe, wie gesagt, mit Fusion Zamasu in der Rotation. Jetzt bin ich schon, was auf dem Radar steht. Und wie gesagt, nicht vergessen. Jetzt haben wir 50-50 Crit. Immer noch aber 150% Multiplayer. 150% auf den Angriff. 1,49 ohne Support. Sehr schön. Und die Super-Attacks, by the way, natürlich immer noch geil aus. Ohne Support, sehr gut, 1,49, aufgrund 1,5 kam leider kein Crit raus, aber wie gesagt, wenn ein Crit rauskommt, tanken tut er so oder so, Freunde, ich glaube, da muss ich euch nichts erzählen. Mit jeder Super-Attack tut er immer mehr und mehr tanken, das ist das Gestörte an ihm. Wo es jetzt spannend wird, ist folgendes, hier in der Rotation, in dem sich jetzt meiner transformiert und mit dem Strength Coco Black in der Rotation ist und ich werde dem Incoco Black quasi noch einen kleinen Vorteil geben, den Strength Coco Black nach links stellen, heißt, er bekommt von dem Strength Coco Black noch einen Angriffsboost durch die Super-Attack nach seiner Super-Attack. Aber hier ansonsten haben wir jetzt den Strength überholt, was vom Angriff her angeht. Verteidigung so oder so. Er hat es jetzt schlussendlich transformiert. Haut er jetzt den Strength Goku Black also um Längen um? Oder ist es immer noch, kann man das immer noch realistisch gesehen nehmen? Also ist es immer noch ein akzeptabler Wert oder nichts atemberaubendes will ich nicht sagen, weil die Unit an sich ist gut, wirklich gut. Aber ich wiederhole es gerade wirklich sehr, sehr oft, aber vergiss nicht, der kann halt auch critten. Das sind 50-50. Wenn ein Crit durchkommt, dann ist der Schaden noch demgemäß. So, 1,5, kein Big Bad Bosses, aber wir haben jetzt auch noch Super Saiyan zusätzlich dazu, beziehungsweise Super Saiyan, ja, so genau, Super Saiyan Fierce Battle Nightmare, verliert der Incoco Black Nightmare? Ne, verliert er nicht, denn der verliert, der bekommt Kamehameha statt 4 und Fate war das genau. Jetzt haben wir quasi, wie gesagt, genau, Fierce Battle 15%, Nightmare 10% und Super Saiyan 10%, sehr schön, Big Bad Bosses nicht getriggert, wir kommen auf 1,9. Mit Supporter, sehr schön. Das ist sehr gut. Wir hatten bei den Strength Coco Black 1,5, richtig? Das waren 1,5, wenn mich alles täuscht. Schauen wir uns nochmal nach. Und bei dem Int dann 1,9. Das ist ein Unterschied. Aber was sagt ihr dazu? Ich finde, das ist halt nicht übertrieben gravierend, dass ich dafür übertrieben lang warte. Wisst ihr, was ich meine? Darauf will ich hinaus. Dennoch. Wirklich, zum allerletzten Mal, diese 50-50-Crit-Chance, das dürfen wir nicht vergessen. Das ist dann quasi eine 1,9 auf dem Radar mit 50% Crit-Chance. Kommt dieser Crit durch, gucken wir uns das Ganze mal an. Beide auf 55%, wie gesagt. 25% Support mit dem Cell. Die Super-Attack sieht halt abermals geil aus, da muss ich glaube ich nichts erzählen. Ja, Crit kommt durch und wenn Crit durchkommt, dann kommt auch der Schaden durch. Das ist dann halt das. Das ist halt das auf 55%. Der Strength hat halt hier dann nur quasi eine 10%ige Chance zu critten durch Level 5 Free Dupe. Der Int hat aber eine 50-50 nach der Transformation und vor der 40%. Das macht was aus. Heißt im Endeffekt zusammengefasst, wirklich, also versteht mich nicht falsch. Ich wollte nur realistisch aufzeigen, was man von ihm erwarten kann. Vor allem im Vergleich zum Strength Goku Black. Er ist eine gute Unit. Er hat overall wirklich Gutes drauf. Ihr seht es. Er wird übertrieben tanky. Er bekommt eine Crit-Chance. Nach der Transformation ist er so oder so wirklich wirkt so oder so gut. Also da muss ich, glaube ich, nichts erzählen mit seinem Angriffsset und seinem Sofort-Key plus 3. Wir sind ja auch am Start. Aber er braucht halt etwas. Das ist halt das. Versteht, was ich meine? Ich will das nicht negativ reden. Vielleicht gefällt es einem, einen Charakter aufzubauen oder auf die Transformation zu warten, so vom Spielerischen her. Aber von dem Konstanten her, was ein Charakter für mich haben sollte, ist einfach konstant overall von allem etwas.
Da würde ich halt den Vorteil Goku Black geben. Der ist, den Shen Goku Black, sorry. Du packst ihn rein und der ist good to go, bis auf Ewigkeiten. Da musst du nichts aufbauen, nichts warten. Aber wenn du eben dann in Goku Black aufbaust, ich meine, die Verteilung baut sich relativ schnell auf. Nach 1-2 Superdecks bist du halt tanky. Und der Angriff kommt ein bisschen hinterher und die Crit-Chance auch. Aber dann hast du halt verdammt nochmal eine Free-Crit. Versteht ihr? Das ist das Gute, was er hergibt. Und wenn es dann zur Transformation kommt, dann hast du halt wirklich ein Powerhouse. Das ist dann auch trotzdem ein guter Charakter. Aber der Unterschied ist dann nicht gravierend. Ja, zu einem Charakter, der eben konstant gut ist. Da hätte ich mir schon einen gravierenden Unterschied gewünscht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe am Anfang das auch nicht glauben wollen. Ja, im Stream haben wir dann miteinander diskutiert damals und ihr habt mir dann quasi vorgeschlagen, doch, schaust du mal an. Da habe ich mir dann das Showcase von The Truth angeschaut. Da war dann im Endeffekt bei ihm im letzten Szenario der Inkoku Black in der Rotation mit dem Strength Goku Black. Er hat zuerst mit dem Strength Goku Black angegriffen in dem Realm of Gods Team, also auch 150% mit West Sky 40% Attack Boost. Aber der Strength hat zuerst angegriffen, hatte 2,2 auf dem Radar, jedoch hatte seine Super Attack nicht gestartet, weil Hildegard es gedodged ist. Und der Int, ohne Big Bad Boss by the way, und der Int hatte dann 2,5. Verstehst du, das war nur 200.000 Unterschied. Versteht das meine? Also der Unterschied ist halt nicht so gravierend, dass man ihn so lange warten lässt, damit er mal sich transformiert. Dennoch, Freunde, bei allem lieben Respekt ging es mir nicht darum, ihn schlecht zu reden oder ihn krass zu hypen. Er ist eine gute Unit. Er ist wirklich eine gute Unit. Jetzt haben wir aber wirklich, denke ich, realistisch gesehen eine gute Einschätzung davon, was er wirklich drauf hat. Und die Tage werden wir uns dann drüber auch noch schlau machen oder darüber reden, wenn ich weiß, wie das Banner aussieht, ob man für ihn sammeln sollte, könnte aktuell in der globalen Zeit, weil wir das vierjährige Jubiläum erwarten im Juli. Das werden wir auch noch machen, Freunde. Im Endeffekt könnt ihr mich gerne wissen lassen, habt ihr was mitnehmen könnt oder eure Eindrücke zu Inkoku Black sagen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr ganz auf jeden Fall gerne ein Like geben. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut, Freunde. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.